Wenn Sie von Indien und Afrika, wir hatten es auch vorher schon davon, von Südafrika, wenn Sie von diesen Druckern sprechen, das ist ja für uns, die wir Drucker zu Hause haben, wo wir Papier reinstecken, ein bisschen schwer vorstellbar. Was ist so ein mRNA-Drucker und was bringt es, wenn der in irgendeinem anderen Land steht? Also heißt es dann, dass man da keine Firmen mehr braucht, also keine großen Fabriken mehr braucht, irgendwas herstellen oder was ist da wirklich die Lösung dran? Ja, das ist so eine Minifabrik, die hat so eine Containergröße und die kann vor Ort installiert werden, um dann diese RNA zu drucken, zu synthetisieren. Die Bausteine der RNA sind immer die gleichen, sind immer vier Basen, die aneinander gekettet werden. Deswegen lässt sich sowas auch immer wieder aufs Gleiche so produzieren, reproduzieren. Und das ist ein Riesenvorteil einer Technologie. So könnten praktisch heute gegen Tollwut Impfstoffe gemacht werden und morgen können gegen SARS-CoV-2 Impfstoffe gemacht werden, ohne dass man jetzt irgendwie in der Anlage was umbauen müsste. Und das ist normalerweise bei der Pharmaindustrie nicht möglich, sondern wenn da was Neues gemacht wird, muss man völlig neue Prozesse etablieren. Aber es ist immer der gleiche Prozess, egal was Sie drauf machen. Wenn RNA das Molekül ist, dann kommt es eigentlich nur darauf an, welche Sequenz es abbilden soll und dann haben Sie die Möglichkeit, das ubiquitär zu machen. Dementsprechend könnte man sich vorstellen, dass diese Drucker installiert werden, gerade in Zentren, von denen dann sehr, sehr schnell solche Impfstoffdosen bei irgendeinem Outbreak gemacht werden können. Also vielleicht in irgendeiner Hauptstadt zum Beispiel, wo dann ganz schnell logistisch diese Impfstoffe verteilt werden können an Orten, wo es ausgebrochen ist. Und das ist auch so, dass es also letztlich auch per Knopfdruck funktioniert. Man muss da kein Experte sein, sondern die Drucker machen das selber. Man muss nur diese Zutaten einstöpseln, einfüllen, ja, und die kann man natürlich geliefert kriegen. Und dann muss man sich dann nicht drum kümmern. Und das ist auch wichtig, ja, weil wenn man dann selber da rumstöpselt und dann Medikamente macht, ist das natürlich nicht so arg toll. Und von daher gesehen ist der also so zu, dass es ein Reinraum ist. Also das ist völlige Reinraumqualität, wie man es auch von der Pharmaindustrie kennt. Es ist nur so, dass man praktisch mit der Tastatur was machen kann an der Maschine.